Hallo Kratzo. As you enter, the cat pees around on the table, as if annoyed and irritated. The cat notices while casually twirling around on her spot, pawing at the table. Sollen wir ein Gift geben, so eine Rubber Girl? Ne, unseren Radiergummi sind, wenn wir den nicht geben. Okay. The cat carelessly stretches and shakes herself, seeming more or less splashed. A swift nod towards the door with her head makes it clear you should be leaving. Können wir so streicheln? Okay, sie schiebt uns weg. Interessant. Wir reden hier mit der Katze. Ah, perhaps you require a delightful gift for a significant friend. Komm hier jeden Tag vorbei. Da können wir neue Klamotten kaufen. Ever been to the land of Doom? Immer schön das Geld ausgeben. There be ancient civilizations. Haben bald alle Klamotten. Once I took out this particular golden icon, all while I was digging the bowels of the World Eater rang in my ears. But I persisted. Dug until me fingers cracked. No stopping. Till the riches were secured. Ah, 'tis truly a wondrous thing. Turns your own head into a jackal's, it does. Aha. Schön mit Geld ausgegeben. Like what we see. It's suspicious. Was ist denn? All of it. The profiles, the tasks, the chats. Too clean. Pristine. Aha. What a wreck. Listen to us, Reaper. Not the others. Yeah, yeah. Listen to me. To me! What the fuck? Shh. They're probably eavesdropping right now. Let's be off. Okay, jetzt haben wir so einen Schakalköpfer. Hier. Schakalköpfer. Interessant. So ägyptische Unkötter, die das damals waren. Schwarz und gelb. Sieht immer nicht übel aus. Chakal. Trangmann, Chakalkopf. Muss was Neues haben. Oh, sehr schön. Der hat einen Chakalkopf. Interessant. Kurz mal beim Mortimer vorbeischauen. Oh, Katzenohren. Haben wir nicht das Geld für, müssen wir noch arbeiten gehen für. Das ist bestimmt auch interessant. So, die Regeln. Oh, ein rotes Formular. Order of the Day. 4 Menschen müssen sterben. Medical Background. Ein mit einem medizinischen Hintergrund muss sterben. Okay. Many lives saved as dedicated researcher warns Cosmopolis City in the nick of time. Ach so, die hat wahrscheinlich was die Seismologe liefern. Ne, das ist hier ein Mountainhead. Irgendwas, was wir gemacht haben, hat die Welt beschützt. Okay. Amateur keyboard is laid down a passably acceptable keyboard. So the latest concert.
Okay, sie macht ihre ersten Konzerte und ja. Interessant. Den brauchen wir jetzt nicht. Vier Menschen müssen sterben. Das ist viel. Haben wir schon gesehen. Medizinischer Background. So, ein Mathematiker. Rin. Fiona Yao. 22. Sharp Mind Quickly Move Have Swift Fiona Ware. They are the Maths Expert in Popular Science Show, making Maths cool again and hoping no one noticed the excess tax fraud and there was. Okay, eine Mathematikerin, grund unsympathisch, aber ja. Mathematiker sind mir grund unsympathisch, was so ist. Genetixist. Medizinischen, wir brauchen ein medizinisches Hintergrund. Da haben wir Paramedik und Doktor haben wir hier. Einen Doktor haben wir, einen offensichtlichen. 34. Die kombiniert Pflanzen und Tiere. Genetisch, okay. Oh, what the fuck? Photosynthesis, Sunflower, Hedgehog with actual spines, okay. Okay. Poison Ivy. Pflanzen mit Menschen. Okay, mal roten. Was zum Henker? Warum rot? Müssen wir das rote Buch rausholen, damit abstimmen? Ah, ist gerade keiner im Chat. Ich hörte wieder mal wieder Pech. Die Woche habe ich ziemlich viel Pech mit den Zuschauern. Modi nicht da. Kein anderer da. Michael Barth. 40 Jahre Postal geklärt. Okay, listen ab. I want you to do all the profiles today, all of them, prove you are not completely useless. Ah, okay, ist eine Herausforderung an uns. Wir sollen alle umbringen, um zu beweisen, dass wir nicht useless sind. Und wer hat diesen Brief geschickt? Das scheint keiner vom Fate zu sein. Für Menschen müssen sterben. Legen wir uns mit der Bosskatze an. Von wem ist dieser rote Brief hier, von dem roten, das rote Formular? Sagt, wir müssen alle töten. Okay. Interessant. Fake empfiehlt viel. Athlet 25. Okay, ist athletisch unterwegs. Wir haben einen Doktor. Paramedik. Unternehmen. Okay, vier Menschen müssen sterben. Ich bleibe beim, auch wenn der rote Ziel mir was anderes sagt. Könnte kritisch werden. Das könnte mir Probleme einbringen. Und wenn es schon so rot ist, dann. Alle zu töten, das finde ich ein bisschen drastisch. Ich weiß nicht, mit wem ich dann Probleme kriege und das jetzt hier nicht mache. Aber ich habe mich entschieden, ich wollte jetzt hier eigentlich mal den Run machen, also den ersten Run würde ich so machen, dass dann hier, dass ich mal die Regeln befolge, dass ich mal schön nach bestem Wissen und Gewissen meine Arbeit mache und mich nicht beirren lasse. Können dann noch später noch einen chaotischen Run, das hatte ich die Idee. Hier mit durch sind, dass wir dann mal einen chaotischen Run machen, wo wir
uns auf sowas einlassen zum Beispiel und dann halt oder bewusst mal alle töten oder bewusst mal irgendwie, ja, für Chaos sorgen. Leute, die wir nicht mögen, einfach weg damit. Das ist egal, scheiß auf die Regeln. Sonst wäre das einfach Kriegente. Das ist keine Ente. Loot, spare anyone with a medical background. Können wir hier schon mal den Doktor, würde ich auf jeden Fall am Leben lassen. Paramedic. Vier Menschen müssen sterben. 1, 2, 3, 4. Aber die ist 22. Okay. Mathematik. Na komm. Lass mal die Mediziner brauchen wir am Leben. 1, 2, 3. Und du auch. 4. Tun wir unsere Pflicht. Ich weiß nicht, mit wem wir da Ärger kriegen, wo wir das rote Blatt nicht befolgt haben. Aber okay. Hallo, verhehte Katze. As you enter, you see the cat's supine waving her pants. Her paws. Sie weht nicht mit sie. Sie winkt nicht mit ihren Unterhosen. The air is trying to bat something in the respect. Okay. Okay. Do a scream on her eye. Your eye. Ein Glitzer in ihren Augen. Aha. Sits in silence and echoes a look in her eyes. Okay. Cat blinks, then slowly turns away, signaling her complete indifference of you. Okay. Ist mir ein Rätsel mit der Katze, was wir hier. Was wir mit ihr machen. Katzenohren können wir uns noch nicht kaufen. Da fehlt uns noch 100. Verdammt. Nicht genug Geld. Dann gehen wir mal schlafen. Look at the march of death. Bones of the living. Ground into dust. A dust storm that suffocates any remaining breaths. Gaze upon what you have brought, instrument of pain. Uh-huh. Don't you think this whole business is remarkably dehumanizing? An uncaring office of eternal bureaucracy, picking and choosing lives. Interessant. Ich verstehe immer noch nicht, was die von mir wollen. The love of an unrestrained monstrosity. No one is in control. The fiend devours life with no supervision. We should. Let us know. Sind das diese Gedanken, diese Wölkchen, die uns dieses Ding geschickt haben, den roten Brief? Okay, nächster Tag. Nice look. Gehen wir jetzt Ärger mit jemanden? Fidget Spinner. Verdammt. Wir sparen für den Fidget Spinner. Katzenohren sind ausverkauft.
Wir haben extra Geld, wie es ausschaut. Das rote Buch ist immer noch im Kasten drin. Wir können das auch rauspacken und benutzen, wenn mal jemand im Chat ist. Young Anita. Many could save many lives after the recent earthquake. Ah, okay. Gut, dass wir die verschont haben. Dr. Kurtz Dining Corps. Das ist aber nicht die feine Art. Das ist aber nicht fein. Drei Menschen müssen sterben. Spare any students. Okay. Air Force Captain. Kevin. Wer ist denn heutzutage noch Kevin? Airbase loves the thrill of flying planes. Das ist, wenn wir den sterben, dann stürzt das Flugzeug irgendwo ab und tötet viele Menschen. Den dürfen wir nicht sterben lassen. Einen Student müssen wir nehmen lassen. Einen Studenten. Student. 19 Jahre alt. Du, der Student. Johan is doing okay in school. And they even gained a couple of good friends. One of them they have a crush on. Their parents are about to leave town, which means it's about time to throw a Zoom party. Oh, Studenten. Ich werde auch keine Studenten umbringen. PhD Student. 29. Koyuri. Doktoralkandidat. Oha. Ich würde mal sagen, die Studenten kommen am Leben lassen, oder? Drei Menschen müssen sterben. Schauen wir gleich nochmal. Ambulanzdriver. Okay. Ike. Tulani. Okay. Und Brian Chu. Retired. Psychologiestudenten. Die brauchen wir. Psychologiestudenten brauchen wir. Also wir müssen auch. Wir müssen drei sterben lassen. Gut, wenn wir drei sterben lassen müssen, würde ich mal dich als erstes. Und dich auch. Nein, mit 89 Jahren. Ist die Zeit mal gekommen. Drei müssen wir, oder? Ja. Und einen Studenten müssen wir, mindestens einen Studenten müssen wir am Leben lassen. Lassen wir dich am Leben. Und ich lasse nur auch am Leben. So Studenten brauchen wir. Und drei müssen wir töten. Okay. Ich traue mich nicht, den Kevin zu töten. Der ist Air Force Captain. Also wenn der stirbt und gerade in der Luft ist. Uff. Ah, das ist ein Student. Student. Dr. Walking Dart. Aus dem kann auch was werden. Uff. Ja, wie gesagt, ich habe Angst davor hier. Das, der macht, der reißt hier viel mehr Leute mit dem Tod. Hoppla. Ja, ich will die Gefahr nicht eingehen. Drei getötet, drei im Leben. So, yes. Let's go. Hallo Katze. Cat seems to be in slumber. Ostasiolai. Manating soft snow like poor. Ich gebe mein Bestes beim Lesen des Englischen.
Great Meow to her snows. She lifts her head, her stare fearless, making it seems like petting her would be one extremely bad idea. Du kannst ein bisschen reizen. Nur streicheln. The cat bangs so tief, they look incredibly sharp. Aha, okay. Have enough to chew through. Ich muss schon das Metal. Okay, die beißt uns noch. Maybe I shouldn't touch my boss. Ja, und schon recht. Aber ich will es mal, ich will jetzt hier mal Katz streicheln. Für die ganze Zeit schon. Cat glares at you, her eyes saying you know what's a highly inappropriate in a workplace environment. Petting your direct supervisor. Cat stands up her back as thinking sharply back into forth. Irgendwie freigeschaltet, die Katze verstört. Toy emits a shrill sound and cuts through everything. What in the... Slowly the cat rotates her head while continuing to stare right at you. It almost looks like there's a ghostly, mischievous grin on her face. Okay, da haben wir doch nicht den guten Rang gemacht, da haben wir doch ein bisschen die Katze aufgeregt. Aber gut. Contents documents inspecting. Cat stares, he was slowly blinking. Okay. The cat shakes herself in a manner which seems entirely indecipherable. She blinks at you, perplexed. The cat meows. The cat looks and twists the cat. The cat is absent-mindedly poking the papers on the table with her paw. It's clearly not belongs to her hands, why people always end with a version of oligarchy. Wir texten sie zu. Cat's daring to nod off, and technically that has nothing in it. So it's seen as agreement. She blinks and you perplexed. Aha. Ist aber ein guter Gesprächspartner, die Katze. Ja, schön. Haben ein bisschen mit der Katze geredet. Wir haben Geld. Okay, Fidget Spinner. Kann ich mir noch nicht leisten. Muss noch einen Tag arbeiten. Bitte nicht aus dem Sortiment nehmen. Ich brauche den. Let's go.
Die Katze hat unsere Formulare geklaut. Das ist ein Problem. Wir haben die Katze wütend gemacht, jetzt hat die Katze unsere... Drei Menschen müssen sterben. Humans in the field of region have to die, spare any humans with artistic background. Die Katze hat mein Katze hat meine Hausaufgaben gefressen. Die Katze hat meine Hausaufgaben. Was sollen wir tun? Die Katze hat meine Hausaufgaben gefressen. Könnten wir nicht marken. Oh, das Restaurant hat offen. Nein! Der Fidget Spinner. Da müssen wir jetzt drauf sparen. Aber die Katzenuhren. Was so ist. Wir hätten die Katzen nicht verärgern sollen. For gods and kings long forgotten. And you know what, matey? Found there the most particular set of ears. Wernham gives ye supernatural hearing. Happened to overhear a mutineer plot that very night. So I threw them all right overboard. Plotting with the fishes now they are. Ich bin hier ein Katzenfreund. Das ist ja hier. Katz, du hast mein... Das ist meine Unterlagen geklaut. Was mit meinen Unterlagen passiert? Ach du Schande. Phone rings. Hello? Hello? Lady Poddington. Is Grim there? Ist die Katze? Die Katze hat meine Unterlagen gefressen. Oh, goodness. Grim, I heard that. I understand the job can be stressful. That these decisions do not come lightly. Die Katze. Deine Katze hat meine Unterlagen gefressen. You cannot let everybody live. Such actions will have serious consequences. Even if you cannot foresee them. That is what I am for. Trust me, it will be for the benefit of everyone. What? Could you repeat that? All I hear is static. No matter. You know what the job entails. Katz hat meine Unterlagen geklaut. I implore you to take it seriously. The world needs to stay in equilibrium. I do hope we will not have to repeat this discussion in the future. Think before you act. That is all. Die Katze wird uns ärgern. Ja, wenn die jetzt wieder unsere Unterlagen klaut, dann sind wir kein Geld heute. Verdammt. Wir werden unseren Job verlieren. Muss ich aufpassen. Katzenohren, Katzenkopf. Schön, aber... Ach komm, ich gehe zurück zu meinem Skelett. Und spare mir mal das Geld, das ich heute nicht bekommen habe, für die Bar auf.